Tulpen. 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 Gehören zum Gartenland Holland einfach dazu. Doch wer meint, das war es schon, was unsere Nachbarn in botanischer Hinsicht zu bieten haben, der sollte in den kommenden Tagen unbedingt auf Schloss Fasanerie vorbeischauen. Welcome Oranje heißt es dort noch bis einschließlich Montag beim diesjährigen fürstlichen Gartenfest. Bei mäßigem Wetter, aber dafür mit umso besserer Stimmung, startete die Erfolgsveranstaltung am Freitagmorgen in die nächste Runde. Mit dabei auch Manuela Dietrich, Eva-Maria Diegelmann, Andrea Döbbelen und Helga Illichmann. Sie sind Gartenfest-Fans der ersten Stunde und haben bisher kein einziges verpasst. Wir kommen ja schon seit vielen Jahren hierher und dann freut man sich halt auch mal auf was anderes. Und wir haben ja schon gehört, es soll Autoausstellung und so weiter sein. Da sind wir dann ganz gespannt drauf. Jedes Jahr werfen sich die Damen passend zum Motto in Schale. Daher war auch schnell klar, was es für die Holland-Edition braucht. Die Farbe und dass wir eben elegant rüberkommen, weil wir haben gesagt, Niederlande, das Königshaus Oranje, also müssen Fascinator her. So fügen sie sich perfekt in das Motto ein. Das wiederum bedeutet auch holländische Kulinarik. Jan aus Friesland bringt an seinem Stand echt niederländische Köstlichkeiten auf die Teller. Ich habe Kippeling habe ich mitgenommen aus Holland und natürlich Bitterballen. Und ich habe friesische Risotto habe ich gemacht. Schnaps, Sonoma Berenburg haben wir dabei und frische Wurst und leckeres Bier aus Dokkum. Und natürlich gibt es sie auch, die blühende Tulpenpracht. Nämlich im diesjährigen Schaugarten. Entworfen hat ihn Janina Haupt aus Niedersachsen. Ganz schön aufwendig, denn die Tulpenzeit ist eigentlich längst vorüber. Ich habe früh genug bei dem Tulpenbauern in den Niederlanden angefragt, dass ich jetzt die Tulpen brauche. Also hatte die für mich passend zurückgehalten, so kultiviert, dass sie eben jetzt noch blühen. Es gibt ein kleines Extra, wenn man so möchte. Ich wollte ganz gerne, dass das ein Garten ist, den man selber auch mit Leben füllen kann. Entsprechend, wenn man sich aufs Fahrrad schwingt, kann man den Garten in Bewegung bringen und dann drehen sich die Mühlenräder. Bei den Besuchern kommt das super an. Das niederländische Lebensgefühl reißt eben einfach mit. Und zwar wirklich alle. Der Umgang mit den niederländischen Ausstellern und den Kooperationspartnern war wahnsinnig entspannt. Also dieser Umgang war einfach nett. Und die sind so ein bisschen lässig und so ein bisschen locker. Und das zeigt sich dieses Jahr auch in unserem Rahmenprogramm. Noch 3 Tage dürfen sich die Besucher mitreißen lassen bei ihrem Holland-Kurzurlaub auf Schloss Fasanerie in Eichenzell. Osthessen News. Sehen, was bewegt.